Okay. Nein. Sorry. Es war mit Absicht. Einfach, ne, um zu sehen, was ist denn hier und welche alternativen Wege haben wir denn hier. Okay. Da ist nichts drin. Ich suche auch hier, ne, jeden Abfalleimer hier. Jeder wird hier durchsucht. Für Gedöns. Kriegt keiner mit. Das finde ich manchmal schön an solchen Schleichspielen. Weißt du, wo du dann eigentlich so von Logik her denkst, so, ja, das müssen die auch mitkriegen. Ja, und andere Dinge wiederum sind halt wirklich so, dass du halt denkst, so, naja, wie? Wie kriegen die das mit? Ne? Okay, da kommt gleich auch eine Wache. Oder auch nicht. Ah, hier geht's in die Mülltonne, alles klar. Geh mich ja des Foltermeisters, da muss ich auch hin. Oh, guck. So viele Möglichkeiten hier, so viele Möglichkeiten. Hat da jemand jetzt die Leiche gesehen? Das ist ja nicht so schön. Da höre ich irgendwie ein Artefakt oder so. Tach. Lassen wir mal, ne? Das war's mit dem Foltermeister. Oh, nett. Nett. Da haben wir das, was wir gehört haben. Du bist nun, Corvo, inmitten der hohen Festung deines Feindes. Was für ein beeindruckendes Bild du auf deinem Weg zum Lordregenten abgibst. Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut oder mit der Wahrheit? Es ist nicht einfach, zu ihm zu gelangen. Wenn die Kaiserin so gut bewacht gewesen wäre, wie anders würde die Lage heute sein? Ist es nur Rache, die du suchst, oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du Wiederherstellung, Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reißen? Wie auch immer, ich erwarte ein großes Spektakel. Ja, das erwarte ich auch. Mal gucken. Liegt auch noch ein Brief. Liebster. Oh, Liebster, Liebster, unten im Keller ist es so düster. Warum kommst du nicht zu mir? Wärest du hier, würden sie schreien, nicht wahr? Komm mich noch einmal besuchen, dann gebe ich dir ein neues Geschenk, geschnitzt und glänzend. Zwar bist du kein Meister der Konversation, doch ich liebe es, dir bei deiner Arbeit zuzusehen. Komm wieder und ich erzähle dir Geschichten, solche Geschichten. Deine liebste Lumpengräfin. Aha. Lumpengräfin und Foltermeisterarbeit. Mhm. Ich verstehe. Sorry. Du gehst mir sonst irgendwann auf den Keks. Kann auch nichts dafür. So. Also Foltermeister ist ausgefoltert. Pass auf, da sind Leichen. Sollst du ja nicht sehen, ne? Erzählungen für Kinder. Man sagt, dass Jimmy Whitcomb Riley ein Kämpfer war. Freunde nannten ihn Smiley. Die Straßen hinauf und hinab er rannte, freimütig zu allerlei Verbrechen sich bekannte. Er hing ab auf der Butter Street mit üblen Typen, warf Steine in Fenster, wovor andere sich hüten.
begannen Schlägereien, flohen und versteckten sich dann, hielten den Bauch vor sich vor Lachen, an sie kam keiner heran. Smiley liebte Speis und Trank tagsüber gar sehr, das Prügeln und Krakeelen bei Nacht fast noch mehr. Betrunken und allein fiel er in einen Schlummer, auf der Brücke am John Clavering ganz ohne Kummer. Als er erwachte, etwas Sonderbares erfand, seltsamerweise als ein Wolfshund-Musikant. Ein blauer Hexenfisch war er geworden, ganz rar, und wusste nur noch, dass sein Name Smiley war. Man singt noch heute über Jimmy Whitcomb Riley Lieder, doch gesehen hat man ihn danach nie wieder. Doch er schwamm hinauf und hinab, fragte er mich, trank Wasser aus dem Fluss und schrie, warum ich? Für Kinder, ja? Okay. Ja, meinetwegen. Das ist ein Klo. Ich finde gut, dass die Entwickler immer dran gedacht haben, überall Klos hinzubauen. So, es ist wichtig. Wir dürfen ihn nicht in den Schutzraum des Lordregenten lassen. Ja, ja. An uns kommt er nicht vorbei, Sir. Das hoffe ich um ihretwillen, Hauptmann. Ich hoffe, die sehen mich hier nicht. Ich bin ja hier nur auffällig. Ich war es nicht. Ich werde es niemals gewesen sein. Sollen die jetzt von da draußen jetzt nicht hier reinkommen? Und mich dann suchen? Wärmt sich jemand die Hände? Ich weiß, dass du hier, da bist du ja. Verdammt. Lass mich raten, das war jetzt nicht ganz so erfolgreich, ja? Guten Tag! Au! Naja, jetzt gerade nicht. Aua! So! Aua! So, Schnauze voll hier! Wild um mich schlagen, das kann ich. Ey, ich hab dich sowas von getroffen. Jemand wurde umgebracht. Eine Leiche. So viel zum Thema, ich gehe so ein bisschen sneaky voran. Jetzt hab ich dich. Konnte nichts werden. Warte, ich hab hier ganz Tolles. Kannst dich nicht ewig fürsten. Ja. Yeah. So. Da bist du ja. Da bist du ja. Ich hab kein Mana mehr. Kein Mana mehr. Ich hab auch nichts mehr zum Heilen. Shit. Alles schon verbraten. Aus der Schuss. Das war ja nur ein bisschen knapp. General Tobias. Sie nannten ihn Toby. Okay. Ja, ne? Mal ebenso hier alles ausgerottet, aber eigentlich nichts geschafft. Platsch. Schön. Kann ich eigentlich? Mal gucken. Da brennt nicht so gut. Schade. Okay. Fazit? Brauchst du mal.
Und ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt hier noch großartig Feinde habe. Ich habe keine Ahnung. Überall hier so kleine Nischen, die eigentlich so mega sinnlos sind. Hier ist eine Uhr runtergefallen. Sauerei. Ist auch alles leer. Was ist das? Keine Ahnung. Heiltränke, ne? Gut, da kann ich jetzt nicht einfach so durch. Heiltränke gibt es einfach nicht. Heiltränke sind eine Lüge. Na, mal gucken, was haben wir denn hier? Granate. Kugeln. Kingsbury Bolzen, Gedönsdingens. Identifikation und Behandlung. Haben wir ganz bestimmt gelesen. Ich nehme auch Aprikosentörtchen, ich bin da ja nicht so. Komm, ich kann weg. Kugeln. Plünderungen aus jüngster Zeit haben wir ganz bestimmt gelesen. Die Ratte kann ich leider nicht essen. Kann ich eigentlich, habe ich denn... Ich habe zwei... Nee, doch, ich habe drei Ruhen. Kann ich hier das Ding hier besser skillen? So, Vitalität 2. Damit geht es mir schon mal ein bisschen besser. So, und da oben muss ich immer noch hin. Für mein optionales Ziel. Dem Generalschlüssel geht einfach alles. Oh shit. Ich wollte nur die Ratten töten. Nur. Wieso verändert sich hier mein Fadenkreuz rot? Was soll mir das sagen? Die Sendezentrale. Was soll mir das sagen? Ich habe keine Ahnung. Der Hals da ist. So, keiner da? Propaganda-Offizier. Na, dann gehen wir doch mal hoch, ne? Sagen wir guten Tag. Was geht ab? Über ganz Dunwall wurde eine Walölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Auf das Verbrennen von Walöl steht eine Freiheitsstrafe. Diese Nachricht ist eine Anordnung des Lord Regenten persönlich. Wir müssen ihm vertrauen. Der Hals da ist. Sprich mit dem Propagandaoffizier. Das sollte ich machen. Verdammt. Ich habe kein Dingens. Ja, dann halt nicht. Der Jedermannsorden. Der Jedermannsorden ist das religiöse Machtzentrum und die Inspirationsquelle für alle Aufseher des Kaiserreichs. Entschuldigung. Der Orden entstand im Laufe der Jahre, um einfache Bürger gegen die üblen Machenschaften des Outsiders zu schützen, bis schließlich das Bedürfnis nach einem zentralen Sitz der Autorität aufkam. Das imposante Gebäude ist ein Zufluchts- und Wallfahrtsort für viele Pilger. Irrtümlicherweise schreiben viele den Bau des Ordens dem Aufseher Benjamin Holger zu, wo es tatsächlich Holgers Nachfolger John Calvering war, der das Fundament legte. Kurz nach der Fertigstellung des Ordens versammelten sich dort alle Aufseher des Landes, um eine Reise zur Weißen Klippe anzutreten. Im Ziel angekommen, begann die große
Schlacht der Säuberung, in welcher Aufseher gegen Ketzer, Hexen und Leibeigene des Outsiders kämpften. Obwohl Holger in der Schlacht fiel, wurde die Säuberung der Weißen Klippe vollendet. Es folgten zeremonielle Rituale, die über einen Monat andauerten und viele Anrufungen und Reden hervorbrachten, die in zahlreichen Bänden aufgeschrieben und zurück zum Orden gebracht wurden, wo sie bis zum heutigen Tag verehrt werden. Ja, die haben doch alle eine Klatsche. Ja, und ne, das hier ist mal wieder ein Zeichen von, hey, ich kann auch Bolzen verschießen, nein, Zeichen von, hey, manchmal töten nicht so toll. Manchmal. Aber nur manchmal. Jedenfalls labert mir jetzt auch keiner mehr die ganze Zeit dazwischen. Hat ja auch seine Vorteile. Ne? Behaupte ich. Kann er jetzt zum Verdammten wohl, hatten wir gelesen. Der Hans Dice. Ist auch niemand wirklich Wichtiges hier.